Als Schielen oder Strabismus bezeichnen wir eine Fehlstellung der Augen. Beim Begleitschielen bleibt der Winkel zwischen beiden Augen in allen Blickrichtungen gleich. Das eine Auge begleitet sozusagen das andere. Tritt das Schielen nur unter bestimmten Bedingungen wie Ermüdung auf, sprechen wir von latentem, ansonsten von manifestem Schielen. Die Verarbeitung der beidäugigen Seheindrücke im Gehirn reift in den ersten Lebensjahren. Um nur eindeutige Informationen in das Gehirn kommen zu lassen, werden bei einem schielenden Kind die Informationen des schielenden Auges unterdrückt. Dieses wird nicht die volle Sehschärfe entwickeln und ist damit zeitlebens schwachsichtig oder amblyop. Beim kindlichen Schielen kommt es also auf rechtzeitige Behandlung an. Unter einer Vielzahl von Schieluntersuchungen sind der Abdecktest und der Aufdecktest die wichtigsten. Beobachte beim Abdecktest das nicht abgedeckte Auge. Führt es eine Einstellbewegung aus, so liegt manifestes Schielen dieses Auges vor. Beobachte beim Aufdecktest das aufgedeckte Auge. Führt es eine Bewegung durch, so handelt es sich um latentes Schielen dieses Auges. Unter der Abdeckung ist es nämlich von der normalen Stellung abgewichen. Vor einer Schieloperation muss der Schielwinkel mit speziellen Methoden orthoptisch genau vermessen werden. Aber auch die Beurteilung des äußeren Auges, des Augenhintergrundes und besonders die Bestimmung der Brechkraft des Auges sind fixer Bestandteil jeder Schieluntersuchung. Bei Kindern können nämlich eine organische Augenerkrankung oder Weitsichtigkeit für das Schielen verantwortlich sein. Eine Weitsichtigkeit können Kinder durch stärkere Linsenkrümmung noch ausgleichen. Nur ist dieser Vorgang im Gehirn aber mit einer Einwärtsbewegung der Augen gekoppelt. In diesem Fall beheben wir das Schielen also ganz einfach mit einer Brille. Wir unterscheiden zwei Gruppen von manifestem Schielen. Zum einen das frühkindliche Schielsyndrom. Wie der Name sagt, tritt es schon sehr früh auf, nämlich innerhalb der empfindlichen ersten 6 Lebensmonate. Vor einer etwaigen Operation ist eine Okklusionsbehandlung und gegebenenfalls eine Brillenverordnung durchzuführen. Das frühkindliche Schielsyndrom umfasst mehrere Symptome. Allen voran Einwärtsschielen. Es ist die mit Abstand häufigste Schielform. Anders verhält es sich beim selteneren sogenannten normosensorischen Spätschielen. Bei bereits gut entwickelten beidäugigem Sehen ist durch eine Okklusionstherapie keine wesentliche Verbesserung zu erwarten. Hier ist die Schieloperation bereits früher angezeigt. Die schon erwähnte Okklusionsbehandlung ist eine Säule der Strabismustherapie. Das amblyope Auge wird trainiert, indem das gute Auge mit einem Verband für eine gewisse Zeit verschlossen wird. Die Operation zielt auf die Augenmuskeln ab. Um ihre Wirkung zu verstärken, werden sie verkürzt. Um sie zu schwächen, wird ihr Ansatz weiter nach hinten versetzt. So wird die Sehachse beider Augen möglichst parallel gestellt. Dem Begleitschielen steht das Lähmungsschielen gegenüber. Hier ändert sich der Winkel zwischen den beiden Augen in Abhängigkeit von der Blickrichtung. Es beginnt meist im Erwachsenenalter und hat die Schädigung eines Hirnnervs zur Ursache. Nachdem hier beide Augen uneingeschränkt sehen können, kommt es zu Doppelbildern. Durch Abdecken eines Auges mit einem Mattglas können Doppelbilder ausgeblendet werden. Nicht selten geht Lähmungsschielen nach gewisser Zeit von selbst zurück. Ist dies nicht der Fall, wird operiert.